Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Ja, hier auf diesem Marsch. Ja, er wollte nicht allein zurückfahren zum Feld, der Traktor, mit dem den Gärresten im Fass. Also, euer Versuch. Und mal dabei bleiben und gucken, warum es halb. Weiß ich jetzt den Grund nicht, dass mein Abfahrer fällt. Der Grund ist oder keine Ahnung, ich mal schauen. Der Start bei der BGH, letzte Folge zum Schluss, interessiert. Und da wollte er nicht weiter. Achso, wollen wir noch richtig einstellen und dann einstellen. Schauen wir mal, ne? Macht er gerade eine Rechnung, das ruckelt ein bisschen, das Spiel. Die anderen kommen auch nicht weiter. Weil hier unten den neuen Mod geupdatet, das klappt jetzt eigentlich einigermaßen. Hin. Hier mal ganz gucken hier, was er jetzt hier macht. Ist doch eigentlich, ne? Aber ich schaue auch mal nach, was die anderen machen. Also was Sonnenblumen los ist, Sonnenblumen. Andere Fahrzeuge, da geht man zuerst durch. Gut, da schon einen Grund gefunden. Eigentlich müssten wir nur warten, bis sie sich mal entscheiden. Ne? Eigentlich der. Nur ganz kurz. In den meisten Fällen macht er ja automatisch eine andere Richtung. Ne? Die fahren auch allein zurück, das hat nicht. Und er wartet wegen dem anderen hier. Gut, das läuft. Sonnenblumen. Der läuft auch. Das ist ein Nachschubfahrer für Dünger und ja, da geht ja auf Feld 5 weiter und dann hier ist auch fast durch. Da können wir bald flügen. Aber gut. Ja, der kommt, das klappt. Wie gesagt, für den ist Signal, wenn er das Rohr ausfährt, dann ist das Signal zu fahren. So, jetzt für dich nochmal, also dir. Ah, jo. Müsste eigentlich diesen Punkt in den Kurs, der jetzt hier, genau, den muss er jetzt fahren. Da würde ich mal sehen, wie das funktioniert, ob das jetzt klappt, ob er wieder spinnt. Oder ich muss Feld 54 irgendwie jetzt an den blauen Kurs antreten. Denn durch diese Methode sparen wir etwas Dünger ein und müssen dann nicht erst groß umwandeln in Dünger, in Produktion. Ne? Kann man direkt auf Feld anbringen. Also, das macht eine gewisse Grund Stickstoffausbreit aufs Feld, ohne jetzt zu berechnen. Ne? Also, die Felder sind ja gegruppert worden. Hätte auch rausfahren können, ne? Normalerweise. Einmal ist mal, ne?
Gründe kann man oft nicht erfinden und nicht erklären. Kriege ich auch noch einen Kohldampf. Ich habe heute noch nicht gegessen heute Abend. Eigentlich aus gutem Grund, weil ich mit vollem Magen weil ich träge und müde und das ist dann ungünstig. Ne? Ich möchte gerne heute die 7 Folgen noch fertig machen. Bearbeiten kann ich mal am Vormittag machen, das ist nicht schlimm. Hab schon 7 Folgen, ne 4 habe ich schon fertig gemacht, Bearbeitung. Ich habe gestern mal nicht gespielt. So, mal gucken, wie jetzt das hier so macht. Ne? Ist da eigentlich oben rechts der nächste anzeigen, wo ich hinfahren will. Eigentlich Plan, Gärreste, GM, also BGH. Oh, keine Reaktion. Das jetzt. Ist aktiviert. Oder ist ein anderes Modus hier? Das ist Belanenverkauf. Abholen, ja. Man macht gerade eine Berechnung durch. Ist jetzt nicht so schön. Lass mal eine Weile stehen. Ja, die Hauptwerten klappt wenigstens, ne? Blocking, da kann man halt immer noch, kann auch nicht. Ja, wenn er. Wir könnten mal schon mal die Grasernte vorbereiten, ne? Wir müssen dann die beiden Mähwerke noch nehmen. Einen vorne, einen hinten. Mähwerk. Hier haben wir hier eine Halle, links. Jo, das will nicht mehr, ne? Es kann sein, dass er das nicht findet, weil das nicht angeschlossen ist. Feld 54 ist ja nur aufs Feld rauf. Und ja, da müsste er trotzdem runterfahren können, ne? Ah, ich weiß was. Leute, ich weiß was. Und zwar unter Einstellung, das ist ja ein neues Fahrzeug. Ich muss mal hier gucken. Nächstgelegenen. Das könnte der Grund gewesen sein. Geht ja um eine Ausfahrt und nicht um eine Auffahrt. Könnte sein. Ja, wenn wir einen anderen Traktor genommen hätten vielleicht, den wir schon länger haben, da ist das vielleicht so eingestellt. Die anderen Traktoren habe ich alle so eingestellt, mehr oder weniger beim Abfahren, dass die immer entsprechend auch runterfahren. Ne? Nicht, dass die rauffahren und dann her gegenseitig blockieren. Suchen wir eine Feldausfahrt und das ist ja hier mit der blauen Linie. Hat es ja immer Holger öfters unterschiedlich gemacht. Und genau. Die entscheidende Frage ist nun, fährt er auch wieder zurück? Das würde ich jetzt sehen. Deswegen bleibe ich mal jetzt dabei. Franka, das wird hier Sonnenblumen sein. Aber der ist aktuell unterwegs Richtung Dieselfabrik.
Ja, da überlege ich, Kompass könnte man ja über Dings machen, ne? Verkauf, Herstellen von Obst, Obstplantagen. Hier, Birne und Co. Heftig, ne? Ich meine, gut, er sagt ja, der Deich ist wichtig, aber ich sag mal so, der Deich, so wie sie hier oft gemacht wurden, funktionieren die ja nicht, ne? Aber ist egal, es geht ja um symbolisch dabei. Ich denke auch eher, ein Deich hat eine andere Funktion noch nebenbei, dass zum Beispiel performance-technisch auch nicht so weit schauen kann, dass man da unter Umständen, da steht der andere Fahrzeug im Weg, ist aber egal. Wir fahren ja mit, ne? Also hier auf 70 begrenzen ist eigentlich klug. Und wäre mit 80 sicherlich über das Ziel hinausgeschossen. Ja, jetzt stehen die mehrere Fahrzeuge, das ist typisch. Wenn du irgendein Fahrzeug noch stehen hast, weiß ich ja auch nicht genau, wie und warum hat man so funktioniert. Na, der muss da nicht hin. Aber wie gesagt, überwachen, das funktioniert. Darum geht's ja. Der war ja klar. Wenn man gerade hier lang fahren, ist es ungünstig. Das Auffüllen funktioniert noch. Und dann fällt 450 abfahren, müsste er jetzt auch wieder finden normalerweise. Der andere, was ich gemacht habe, kann er ja nicht finden, weil es ja vom grünen Pfeil her die andere Richtung war. Ne? Also hätte er aufs Feld rauffahren müssen und dann bis jetzt, ja, das scheint zu funktionieren. Wir müssen gucken, dass er jetzt da die Kurve kriegt. Das ist die nächste Sorge, die ich dann habe, nicht klappt. Müsste eigentlich funktionieren. Mal sehen, dass ich nächstes Jahr mal wieder ein paar Maisfelder mache oder ein großes Maisfeld. Ja, dieses Jahr hat es nicht geklappt. Mein gut, Gülle und Mist und Grünpinsel, da hast auch reichlich Verbrauch. Ne? So, mal C gehen. Wie gesagt, Kurvengeschwindigkeit kann man auch reduzieren. Dann ist das nicht ganz so dramatisch, ne? Denn mein, wenn das hinten so schwer ist, kann es auch sein, dass es ausbricht, ne? Und dann ist es, kriegst du wieder die Meldung, dass irgendwo blockiert, ne? Wird es jetzt bei der Kurve nicht zeigen. Bei der Kurve meistens, da bremst du eher ab. Bei Kreuzungen, ne? Könnt ihr mal kurz ausmachen. Denn diese roten Punkte, das ist ein bisschen irreführend. Also, das macht einen ja wuschig im Kopf, ne? Vielleicht schwindelig im Extremfall. Und man sieht die Landschaft nicht, das ist viel schlimmer. Und hier kommen wir gut rum. Jo. Ja, der andere Traktor, der hat. Ja. Ich meine, der ist auch schön gemacht, ne? Aber wie gesagt. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es, hätten wir nicht einstellen können alles, ne? Weder Kursplan noch Audreif. Und das ist für mich ein Grund zu sagen, ne, dann ist das nicht gut, ne? Wenn es nicht funktioniert. Nur zum Spazierenfahren, man kann auch selber abfahren und so. Kein Thema. Oh ja, ich war müde. Szene 8, ja. Ob ich dann nachher noch eine Reihe kriege, nichts zu essen? Ist schwierig. Jetzt muss er gerade berechnen. Ah ja, gut. Das scheint nur zu funktionieren. Also, dann ist es gut.
Muss man nur gucken, aber auch entsprechend los wird. Ne? Oder haben wir die Fehlerursache gefunden? Und zwar, wenn es bei euch mal nicht funktionieren sollte. Einstellung und bei der Feldausfahrt nächstgelegene Einstellung. Dann ist es, müsste es klappen. Dann nur anwenden, speichern, fertig. Dann weiß er, wo er rausfahren kann. Beim nächsten. Ansonsten sucht er sich Standardausfahrten, dann ist Feld 54 und das ist ja nicht in dem Fall nicht angeschlossen. Ne? Wenn man diesen Kurs anschließt, dann wird es funktionieren, aber das bringt nicht mehr das Risiko bei, wenn man jetzt mehrere Abfahrer hat, dass da zum Beispiel auch so Einfahrt sich dann blockieren würden. Das wäre ungünstig, wenn man jetzt mehrere Abfahrer hat. Aber nur einen ist es egal. Aber fragt man nicht, wie lange das schon so funktioniert. Also hier funktioniert auf jeden Fall. Das macht er jetzt ganz gut. Ne, Gehreste, das läuft. Gut. Das klappt auch. Wenn man nicht alles täuscht, ist bald hier Hopfen voll. Das heißt, den Rest müssen wir näher ins Lager bringen. Im nächsten Feld. Na, hier nicht. Hier kann man gucken. Ja, Hopfen ist hier passt voll. Ja. Feld 4. Beim nächsten Mal sicherlich und dann wird es voll sein. Ist auch okay. Unser hier, das ist der. Achso, gerade. Haben wir gerade genommen. Dann müssen wir nach Feld 5 noch machen. Da werden wir einen Drescher arbeiten. Da auch ein. Fertig. Und hier. Wo ist unser. Ja, hier, da ist er doch. Und da habe ich es so eingestellt von vornherein. Da klappt es. Ist auch nur ein Fahrzeug, das ist auch nicht ganz so dramatisch. So, wo haben wir unser anderes Fahrzeug? Der soll ja zum Feld Nummer 54. So, Zuschauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier unter Marsch mit Gehrest ausbringen, Feld 54 und die Ernte vom Hopfen geht dann weiter und Sonnenblumen ist auch dann fertig. Dann nachher, ne? Also morgen. Also morgen wird abgeschlossen. Dann mal tschüss. Ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.